Hallo und willkommen zum inzwischen dritten Knobelspiel-Video. Ich habe ja in den letzten Tagen schon zwei Sachen vorgestellt. Einmal das Logikspiel mit den Steinsätzen, das IQK-Spiel und heute haben wir auch nochmal ein cooles Knobelspiel. Und zwar heißt es Roadblock, also sowas wie Straßensperre. Funktioniert auch wieder relativ ähnlich. Wir haben hier ein Missionsbuch. Hier sind insgesamt 60 Missionen drin, jeweils mit 4 Schwierigkeitsgraden. Und hier ist dieses Brett mit drin, wo hier so verschiedene Steine drauf sind. Ich hole es auch direkt mal raus. So, wir nehmen einmal den Deckel ab. Und dann seht ihr schon, das sind jetzt alles hier so Steine. Das ist auch wieder so ein Feld, wo man die reinsetzen kann. Wir sind in diesem Spiel jetzt die Polizei. Und in dem roten Auto ist der Gangster. Und den Gangster können wir dadurch einfangen, indem wir alle anderen Felder hier besetzen. Also wenn das Feld so aussieht, hat der Gangster gewonnen. Denn er kann hier theoretisch noch fliehen. Und sobald alle Felder hier besetzt sind, hat der Gangster verloren. Er ist eingesperrt. Und wir, die Polizei, die Guten, haben natürlich gewonnen dann. Wir wollen mal eins von den Spielen spielen. Und dazu schauen wir einfach mal hier rein. Hier steht nochmal dabei, was alles dabei ist. Eine Anleitung auf Englisch und Chinesisch. Also wenn ihr Chinesisch könnt, dann könnt ihr das hier nochmal nachlesen. Wir machen vielleicht mal das Spiel 2. Einmal müssen wir diese 4 Gebäudeteile schon hier reinsetzen und dann noch das Gangsterauto. Das bauen wir mal gerade so nach. Also erstmal alles raus. Die Polizei stelle ich einmal hier unten drunter. So, das Gangsterauto kommt hier hin. Das Polizeiteil direkt hier hin. Das andere hier hin. Das bleibt hier oben. Und das letzte Gebäudeteil noch hier unten hin. Gerade nochmal vergleichen. Also wir haben es genau nachgebaut. Und jetzt müssen wir mit den anderen Teilen, die wir hier unten haben, das Feld auslegen und den Gangster einsperren. Das ist jetzt das Knobelspiel da dran. Und wir probieren es mal zusammen. Ich habe es noch nicht gespielt. Das lange Teil, denke ich mal, kommt hier unten rein. Dann könnte ich mir vorstellen, dass dieses Teil hier reinkommt. So, und jetzt haben wir noch dreimal so L-Teile. Müssen wir mal schauen, wie wir die am besten hier unterkriegen. Das hier gibt es auch noch. Das stecke ich mal hier oben rein. Dann bleibt hier noch dieses Teil übrig. Jetzt haben wir noch dieses Teil hier. Und dieses Teil. Die müssen jetzt auch noch irgendwie hier rein. Okay, wenn ich jetzt das hier so reinlege, dann geht es nicht. Erstens passt das Teil nicht mehr rein. Selbst wenn ich das hier so hinlegen würde, würde das hier unten noch frei bleiben. Aber wenn ich das hier rüber setze... Okay, Mist, das geht auch nicht. Dann habe ich irgendwo was falsch gemacht. Müssen wir mal schauen, wie wir das jetzt umlegen. Also, das müsste auf jeden Fall hier hin. Okay, das geht immer noch nicht. Ich sehe noch nicht, wie es funktioniert. Vielleicht seht ihr schon die Lösung. Dann schreibt es mal in die Kommentare. Also, das Teil muss auf jeden Fall hier hin, da bin ich mir sicher. Bei dem Teil hier oben bin ich mir nicht ganz sicher. Oder? Das könnte man nämlich auch so hier bauen. Dann könnten wir das hier hinlegen. Könnten das hier hinlegen. Ah, jetzt geht's auf. Das Teil noch hier unten rein und hier rein. Und zack, haben wir den Gangster gestellt. Also, gar nicht so schwierig. Es kann sein, dass man da ein bisschen länger für braucht. Ich glaube, bei mir ging es jetzt, obwohl ich mich zuerst verbaut habe, doch relativ schnell. Von diesen Rätseln, also diesen Probe- oder diesen Voraufbauten, sind jetzt hier ganz, ganz viele drin. Seht schon, das sind alles hier noch die Anfängerlevel. Da braucht man dann noch nicht so lange für. Und dann gibt es aber auch schwierigere Sachen, wie zum Beispiel hier. Gut, das ist jetzt direkt schwieriger, das sieht man nicht. Aber es wird auf jeden Fall schwieriger sein. Ist so ein ganz cooles Spiel, ist auch so mit der Polizei ganz cool, auch gerade für die Jüngeren von euch. Denen macht es bestimmt auch Spaß, hier die Polizeiautos reinzusetzen. Also ich und der Paul, vor allen Dingen der Paul, hat früher auch sehr gerne mit Autos gespielt. Sehr cooles Knobelspiel. Wenn ihr Lust oder Interesse an den Spielen habt, dann könnt ihr mal in die Videobeschreibung gucken. Da habe ich einen Link von dem Hersteller reingepackt. Da könnt ihr das bei Amazon kaufen, wenn euch das gefallen würde oder das einfach mal angucken. Ja, ansonsten hoffe ich, hat euch das Video gefallen. Ich stelle vielleicht die anderen auch gerade nochmal rein. Dann seht ihr nochmal, was das jetzt alles war. Das war noch das IQK-Spiel, mir gestern angeguckt. Und vorgestern am Samstag noch das IQ-Lowjack-Spiel. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst gerne einen Daumen nach oben da. Ansonsten Daumen nach unten, wenn es euch nicht so gefallen hat. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge der Kinderspielzeugtruhe wieder. Bis dann, euer Christian. Tschüss.